Der Bezirk Gmunden gilt als Zugpferd der oberösterreichischen Wirtschaft. Ein wichtiger Faktor, um das Rad am Laufen zu halten, ist dabei die Wirtschaftskammer. Einige von der WKO unterstützte Projekte sind im Geschäftsjahr 2018 erfolgreich gestartet oder weiterentwickelt worden. In Kober heißt ja interkommunales Betriebsbaugebiet, das heißt mehrere Gemeinden schließen sich zusammen, um Betriebsbaugebiete zu entwickeln. Und da sind wir jetzt mittlerweile sehr weit, das heißt die ersten Grundstücke, da gibt es schon Optionsverträge dazu. Auf das sind wir sehr stolz. Da wird nächstes Jahr die Widmung dann erfolgen, dass dann die Betriebsbaugebiete in naher Zeit zur Verfügung sind. Weiters kaufen wir aber auch Grundstücke, um mit Landwirten zu tauschen. Das Salzkammergut hat in den letzten Jahren sicherlich eine sehr tolle touristische Entwicklung erlebt. So wie es ausschaut, wird das Top-Ergebnis von 2017, 2018 noch einmal überholt. Und es gibt weiterhin Pläne, Hotelbetriebe zu errichten. Gosau denkt wieder nach, Grünau denkt nach, aber auch im Bad Ischl sind Initiativen dazu zu sehen. Ursprünglich war es die Idee der Unternehmer, die Mitarbeiter mit einem Festtagsgericht zu verköstigen. Beim Wirtschaftsempfang werden die Unternehmer von der WKO auf ein Lirchbradl eingeladen. Das war vor früheren Zeiten, da haben die Söhne oder die Mitarbeiter ein Bradl zahlt gekriegt für das, dass das erste Mal das Licht auftragen worden ist in der Werkstatt. Da hat man dann Kerzen oder Petroleumlampen anzünden müssen. Das war der Lohn dafür oder der Ausgleich. Auch zu diesem Anlass wird über federführende Projekte gesprochen, um die Wirtschaft zu stärken. Die Duale Akademie soll einfach die Maturanten und die Abbrecher eines Studiums zum Beruf führen. Das heißt, die machen eine Lehre, eine verkürzte Lehre, und somit schauen wir, dass wir weitere Fachkräfte ins Unternehmertum bekommen. Das Reformprojekt 2020 ist ein Fitnessprogramm. Ein Fitnessprogramm für die gesamte Wirtschaftskammerorganisation besteht aus vier Teilen. Zum einen werden wir schlanker, zum zweiten werden wir schneller, zum dritten investieren wir in einen Standortfonds und zum vierten geht es um eine Neuausrichtung der Sozialpartnerschaft und Weiterentwicklung in Richtung Standortpartnerschaft. Ausgezeichnet werden Unternehmer, die für den Bezirk Gmunden eine besonders hervorragende Wirtschaftsleistung verzeichnen können. Beim Umbau haben Sie ja sehr auf regionale Handwerksbetriebe gesetzt. Warum war Ihnen das so wichtig? Weil ich glaube, da die regionalen Betriebe die ganze Kultur kennen von der Gegend und die denken mit und arbeiten und bringen Ideen rein, und so ist der Steg mit wirklich scheiben werden. Wir sind ja seit Anbeginn natürlich Mitglied von der Wirtschaftskammer, und für uns ist es immer wieder sehr positiv, weil wir Unterstützung bekommen, sei es in personeller Hinsicht bei personellen Fragen oder auch bei zum Beispiel juristischen Fragen, wo wir dann immer die Unterstützung der Wirtschaftskammer natürlich sehr gerne in Anspruch nehmen. In etwas abgeänderter Form darf der Brauch des Lirchbradl-Montags bei der WKO hoffentlich noch lange weiterleben.